Hallo und herzlich willkommen zur Prüfungsvorbereitung für IT-Berufe, speziell für die von der IHK, also Fachinformatiker Systemintegration, Anwendungsentwicklung, IT-Systemkaufleute und IT-Systemelektroniker. Heute mit dem Thema einfacher Wirtschaftskreislauf, erweiterter Wirtschaftskreislauf. Wir haben in den letzten Tagen relativ viele Rückmeldungen bekommen, dass solche Themen auch im Bereich WISO oder Lernfeld 1, Lernfeld 11, wo auch immer der BWL-Teil mit drin war, nicht großartig angesprochen worden sind. Deshalb machen wir das hier nochmal. Wie schon erwähnt, einfacher und erweiterter Wirtschaftskreislauf werden heute unsere Themen sein. Wir beginnen mit dem einfachen Wirtschaftskreislauf. Beim einfachen Wirtschaftskreislauf haben wir immer zwei Parteien. Wir haben den Haushalt und wir haben das Unternehmen. Wir haben immer zwei Kreisläufe. Wir haben einmal den Güterkreislauf, hier blau mit Pfeilen hinterlegt, und wir haben den Geldkreislauf, hier rot mit Pfeilen hinterlegt. Zum Güterkreislauf ist zu sagen, dass Unternehmen Güter und Dienstleistungen an die Haushalte liefern. Unter Güter sind Konsumgüter zu verstehen wie Unterhaltungselektronik, aber auch natürlich Nahrung, Kleidung, Schuhe und so weiter. Selbst Büromaterial können unter Güter fallen, also das ist alles das, was ein Haushalt halt zum Überleben bzw. zum Existieren benötigt. Das wird von Unternehmen geliefert, das heißt, das ist der erste Güterkreislauf. Andererseits zahlen die Haushalte natürlich auch an und für sich zurück, denn Haushalte geben den Unternehmen die Arbeitskraft, die sie haben. Also jeder, der das Video jetzt gucken wird, wahrscheinlich geht morgens zur Arbeit und kommt abends von der Arbeit wieder. Das heißt, sie geben dem Unternehmen die Arbeitskraft. Haushalte können Boden verkaufen an Unternehmen, wo neue Fabrikhallen oder ähnliches entstehen. Und Haushalte investieren natürlich Kapital in Unternehmen. Sei es nun durch Aktien an der Börse, die gehandelt werden von Privatleuten, oder einfach nur durch Kauf eines neuen Fernsehers, dass dadurch ein Unternehmen weiter finanziert wird, weil ich es halt kaufe. Das ist dieser erste Kreislauf, der Güterkreislauf. Der zweite Kreislauf ist der Geldkreislauf, hier rot eingezeichnet. Haushalte finanzieren natürlich an und für sich Unternehmen, indem sie Dinge kaufen. Nahrung und Unterhaltungselektronik und so weiter, Autos und Fahrräder und so weiter. Also alles das, was wir kaufen, sind Konsumausgaben. Das bedeutet, dass wir damit die Unternehmen in gewisser Weise unterstützen bzw. finanzieren. Allerdings geht das Ganze auch wieder zurück, und zwar über die Entlohnung. Unternehmen entlohnen Arbeit der Arbeitnehmer. Das heißt, ich gehe morgens um 8 oder halb 9 ins Büro und komme abends um 18 Uhr wieder raus spätestens. Und dafür kriege ich am Ende des Monats ein gewisses Gehalt ausgezahlt. Das heißt, Unternehmen entlohnen die Arbeit, und dieses Gehalt kann ich zum Teil wieder in Konsumausgaben stecken. Das heißt, der nächste Kreislauf schließt sich wieder. Das ist der einfache Wirtschaftskreislauf, den ihr hier seht. Wenn es dazu eine Prüfung gibt, könnt ihr auch den genauso ausführen. Meistens sind solche Sachen wie Konsumausgaben bzw. Güter und Dienste würden dann hier nicht stehen, sondern die müsstet ihr dann eben einzeichnen bzw. ausfüllen hier. Wenn da Lücken stehen, müsstet ihr die eben ausfüllen. Kommen wir zum erweiterten Wirtschaftskreislauf. Wie ihr seht, ist der etwas komplizierter, aber wenn man den einmal verstanden hat bzw. sich mal angeguckt hat, ist der nicht mehr so kompliziert zu verstehen. Im Gegenteil, der ist relativ einfach zu verstehen. Fangen wir an bei Haushalten. Haushalte bringen ihr Geld zur Bank. Kapitalsammelstelle heißt hier sowas wie Bank. Sparkasse, Volksbank, Raiffeisenbank und was es noch alles gibt. Das heißt, ich bringe mein Geld, meine Spareinlagen zur Bank. Die Bank kann mit diesen Spareinlagen arbeiten und in Unternehmen investieren. Ich investiere hier also indirekt in ein Unternehmen, indem ich der Bank vertraue, die Kredite oder Darlehen ähnliches an Unternehmen weitergibt. Dann habe ich allerdings auch noch den direkten Weg, ein Unternehmen zu finanzieren, in Anführungsstrichen zu finanzieren, und zwar über Konsumausgaben. Das bedeutet, dass ich mir etwas kaufe und das Unternehmen profitiert natürlich davon, weil es den Absatz fördert und dadurch den Umsatz. Das heißt, ein Haushalt investiert direkt durch Konsumausgaben. So, dann geht's weiter. Ein Unternehmen finanziert in Anführungsstrichen natürlich den Haushalt, indem es Löhne zahlt, von dem dann nachher Miete gezahlt wird und Stromkosten und Wasserkosten und so weiter, und dann natürlich auch wieder die Konsumausgaben am Ende. Dann investiert ein Unternehmen auch noch in den Staat, beziehungsweise investiert ist ein bisschen übertrieben, sondern zahlt eben Steuern. Der Staat finanziert sich zum großen Teil aus Steuern. Das heißt,
das Unternehmen finanziert in indirekter Weise wieder den Staat. Der Staat gibt das zurück, indem er, wenn ein Unternehmen zum Beispiel insolvenz geht, beziehungsweise kurz vor der Insolvenz steht, Aktien des Unternehmens kaufen kann, wenn es Aktiengesellschaft ist, oder Anteile des Unternehmens übernehmen kann, um dieses Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Dann haben wir den Haushalt, der natürlich über Steuer- und Sozialabgaben auch wieder den Staat in gewisser Weise finanziert. Und der Staat gibt das wieder zurück, indem er sagt, wenn jemand arbeitslos geworden ist zum Beispiel, dann gibt es Arbeitslosengeld und nachher Hartz IV eventuell und so weiter. Und der Staat finanziert auch so ein bisschen. Das haben wir jetzt das Thema bei den Elektroautos. Der Staat möchte 5.000 Euro Prämie für jeden, der sich ein Elektroauto kauft. Das heißt, der Staat versucht damit, die Haushalte zu animieren, Elektroautos zu kaufen, um wieder die Konsumausgaben anzukurbeln, um die Unternehmen anzukurbeln, um mehr Steuern zu bekommen. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Kommen wir nochmal zu den Kapitalsammelstellen, sprich den Banken. Kredite nehmen natürlich also die Bundesrepublik Deutschland nimmt einen Kredit auf, der muss natürlich von einer Bank kommen und die staatlichen Ersparnisse werden wieder in eine Bank eingezahlt, das heißt, da haben wir auch wieder einen kleinen Kreislauf. Ja, mehr gibt es eigentlich zum erweiterten Wirtschaftskreislauf nicht zu sagen. Es kann mal sein, dass die Kapitalsammelstelle zum Beispiel als Bank bezeichnet wird, was jetzt nicht verwundern sollte. Es kann auch mal sein, dass man mit ausländischen Dingen, also mit ausländischen Schnittstellen in Berührung kommen, dass meinetwegen ein Staat oder ein Unternehmen im Ausland investiert, aber im Grunde genommen ist es immer das Gleiche, es sind immer die Sachen, die einen erweiterten Wirtschaftskreislauf ausmachen. Ja, damit würde ich sagen, ist das Thema soweit abgehakt. Falls es noch Fragen gibt, stellt sie unter info@sadatec.de. Ansonsten würden wir uns über Kommentare, positive wie negative, um uns zu verbessern, aber natürlich auch viele positive freuen. Und schaut euch die Videos an, liked uns und viel Spaß beim Lernen.